Blizzard Entertainment. Blizzard North. So, und damit herzlich willkommen zu einem Let's Play Together mit Plugrumus und Fua. Hallo, mein Name ist Fua. Jo. Wir zocken Diablo 2 Lord of Destruction und ja, ich glaube, das erste, was ich jetzt mache, ist erstmal diesen lustigen Dorfbewohner ansprechen. Seid gegrüßt, edler Paladin. Es ist lange her, dass ich euresgleichen im Westen gesehen habe. Es wäre mir eine Ehre, euch in jeder Hinsicht zu unterstützen. Zweifellos habt ihr von der Tragödie Tristrams gehört. Manche sagen, dass Diablo, der Herr des Schreckens, wieder auf Erden wandelt. Ich weiß nicht, ob ich das glaube, aber vor wenigen Wochen kam ein dunkler Wanderer dieses Weges. Er wollte zum Gebirgspass, der vom Kloster der Jägerinnen bewacht wird. Vielleicht ist es Einbildung, aber das Böse scheint ihm auf den Fersen gefolgt zu sein. Seht ihr, kurz nachdem der Wanderer die Klosterpforte passierte, wurde der Pass geschlossen und seltsame Kreaturen suchten das Land heim. Bis es außerhalb des Lagers sicherer ist und die Tore wieder geöffnet werden, bleibe ich mit meiner Karawane hier. Ich hoffe, ich kann nach Lut'Golain aufbrechen, ehe der Schatten, der auf Tristram fiel, uns alle verschlingt. Wenn ihr dann noch lebt, nehme ich euch mit. Ihr solltet mit Akara sprechen. Sie scheint im Lager die Anführerin zu sein. Vielleicht weiß sie mehr. Vielleicht weiß sie mehr. Ah, dann sollten wir die mal gleich anschnacken, wa? Ja, ab zu Akara. Jo. Ich bin Akara, Hohepriesterin der Schwestern vom Verborgenen Auge. Ich heiße euch in unserem Lager willkommen, fürchte aber, ich kann euch in diesen baufälligen Mauern nur unzulängliche Unterkunft bieten. Seht ihr, unsere uralte Schwesternschaft ist Opfer eines seltsamen Fluches geworden. Die mächtige Zitadelle, wo wir seit Generationen die Pforten zum Osten bewachten, wurde von der bösen Dämonin Andariel verheert. Ich kann es noch nicht glauben, aber sie hat viele unserer Jägerinnen-Schwestern gegen uns aufgebracht und uns aus unserem angestammten Heim vertrieben. Nun sind die letzten Verteidigerinnen der Schwesternschaft entweder tot oder in der Wildnis verstreut. Ich flehe euch an, bitte helft uns. Findet einen Weg, diesen schrecklichen Fluch von uns zu nehmen, und wir werden euch ewige Treue schwören. In der Wildnis gibt es einen mächtigen Ort des Bösen. Kundschafter von Kashias Jägerinnen haben mich informiert, dass in einer Höhle in der Nähe Geschöpfe des Schattens und Schrecken von jenseits des Grabes hausen. Ich fürchte, diese Kreaturen rotten sich für einen Angriff auf unser Lager zusammen. Wenn ihr uns wirklich helfen wollt, findet das dunkle Labyrinth und vernichtet die widerlichen Bestien. Möge das große Auge über euch wachen. Okay. Ja, das heißt, wir haben einen neuen Quest. Genau. Unseren allerersten sozusagen. Und zwar im Questlogbuch suchen Sie die Höhle der... Nee, warte, suchen Sie in der... Ach man. Suchen Sie die Höhle in der Wildnis außerhalb des Jägerinnenlagers. Danke sehr. Ja, genau. Das wollte ich sagen. Genau, und Handel zustimmt. Entschuldigung. Ja, ich lade dich mal eine Party ein. Ja, machen wir mal eine Party. Wir machen eine Party. Und ja, was kann man hier sonst noch erstmal erklären? Also zu Anfang. Ja, wir haben hier unten so lustige Buttons. Und zwar das erste, was wir hier haben, sind zum Beispiel links unsere Stats. Das heißt, Statuspunkte, die können wir jeweils verteilen auf Stärke, Geschicklichkeit, Vitalität und Energie. Dadurch verändern sich unsere Schadenswerte, unsere Angriffswerte, unser Angriffswert, unser Verteidigungswert, Ausdauer, Leben und Mana. Ja, und dann haben wir hier unten noch Widerstände, die sich verändern, je nachdem, was wir, ja, zum Beispiel für Equipment haben. Das zweite ist das Inventar, da ist jetzt natürlich noch nicht so viel drin, bis auf ein Schwert und ein Schild. Und ich glaube, bei dir ist es eine Keule und ein Schild. Mhm. Und zwei Schriftrollen. Einmal eine Schriftrolle der Identifikation und einmal eine des Startportals. Ja, das hier ist der Fertigkeitenbaum, das ist dann das nächste. Da können wir später nochmal was zu erzählen.
wenn wir dann Level hochgestiegen sind sozusagen, also wenn wir unser erstes Level geschafft haben, was nicht mehr so lange dauern wird. Genau, Defensiv-Auras habe ich zum Beispiel, Offensiv-Auras und Kampffertigkeiten. Aber dazu mehr später. Dann haben wir hier noch eine automatische Karte, erklärt sich glaube ich von selbst. Ja. Ein Quest-Logbuch. Wir versuchen mal heute die Höhle in der Wildnis zu finden und die Monster dort zu killen. Na okay. Theoretisch könnten wir schon los, ne? Ja. Na gut, dann warte, ich will noch eben die Schmiedin anschauen. Hallo, ich bin Charzy, die Schmiedin des Lagers. Es ist gut, dass hier ein paar kräftige Abenteurer auftauchen. Viele unserer Schwestern haben tapfer gegen Diablo gekämpft, als er die Stadt Tristram zum ersten Mal angegriffen hat. Sie kamen als erfahrene Kriegerinnen zurück, manche mit sehr mächtigen Gegenständen. Es scheint allerdings, als wäre ihr Sieg nur von kurzer Dauer gewesen. Die meisten sind seither Andariel verfallen. Tja, sieht so aus, als sieht es nicht gut um das Lager der Jägerin aus. Ja, dann würde ich sagen, legen wir mal los, wa? Let's fight. Let's fight. Ich werde diese Wildnis säubern. Was habe ich denn? Ah, ich habe noch nichts als Fertigkeit. Ja, am Anfang ist es einfach nur Mobs töten. Ja. Am Anfang ist es natürlich... Ja, es ist ein Rollenspiel, beziehungsweise ein... Wie sagt man so schön, Hack and Slay. Heißt, es geht eigentlich die meiste Zeit darum, Monster zu killen. So, und wer es eben gehört hat, da war eine Truhe. In den Truhen sind manchmal Fallen mit verbunden. Dass sie explodieren oder ein Feuerball rauskommt, ist zwar nicht so das Problem, aber... Nervig. Nervig, genau. Ja. Wir haben die Höhle des Bösen ja, gefunden. Ja, das ging ziemlich schnell, ehrlich gesagt. Ja, einfach nur den Weg folgen, dann kommt man dahin. Das Böse haust in dieser Höhle. Los geht's! Questlog hat sich verändert. Wir sollen alle Monster in der Höhle vernichten. Ja. Also wie machen wir das mit der Ausrüstung? Machen wir einfach aufsammeln und dann gucken wir, was derjenige braucht, was wir im Inventar haben. Ne? Würde ich sagen, ja. Hat sich übrigens bei Diablo 3 ja geändert, ne? Es wird jetzt immer gerecht verteilt. Hier ist es ungerecht, sozusagen. Ja. Also, der Schnellste gewinnt. Ja. Und ich sehe, wir haben auch gleich schon ein Level-Up. Ja, gleich. Level up. Und es ist ein Rubin gefallen. Oh, Entschuldigung, den habe ich dir weggeklaut. Genau. So, ja, jetzt können wir erstmal, lass doch erstmal hier gucken. Also wir haben neue Statuswerte, die wir verteilen können. Lass uns mal hier verpissen, ja. Genau, wir verpissen uns. So. Ja, wir haben neue Statuswerte und da kommt immer noch irgendwas. So. Okay. Die können wir natürlich erstmal verteilen. Genau, ich mache das immer so, also das ist halt, ja, Geschmackssache. Auf jeden Fall sollte es halt Sinn machen, je nachdem, was man für einen Charakter halt hat. Ich habe jetzt übrigens einen Paladin genommen, wer es schon gesehen hat. Ja, und ich packe mal alles auf Vitalität. Zu Anfangs ist das nicht verkehrt. Und ja, meine erste Fertigkeit... Pack die mal auf die Aura-Macht. Dass wir ein bisschen mehr Damage erzeugen. Ja, und die Aura ist natürlich auch für mich hilfreich. Hab's gerade gesehen. Krieg ein bisschen mehr Schaden. 40%. So, mein erster Skill wird der Feuersturm. Naja, total viele Pfeile hier im Inventar. So sieht das aus. Oh, nicht schlecht. Ja, dann lass mal weitermachen. Nee. So, hier bei diesen Gefallenen ist es immer wichtig, die Schamanen am besten zuerst, weil sonst werden die normalen Gefallenen immer wieder belebt. Ja. Die Gefallenen hier, das sind so... Ich finde das zumindest
einer der nervigsten Gegner eigentlich in dem ganzen Game so. Also ich finde, die kommen immer her und wenn die merken, oh, ja, ein Kumpaner wird von mir vernichtet, laufen die immer ganz schnell weg. Ja, dann und läufst du die ganze Zeit hinterher und dann geht's wieder. Dann hast du da mal irgendwie 10 Stück oder so und das dauert ewig, bis du die down hast. Ja, allerdings. Oh, ah, hier so, ist der schon mal. Solange du kein Fernkämpfer bist vorher. Okay. Was meinst du? Solange du kein Fernkämpfer bist, hast du damit Probleme. Ja. Fernkämpfer einfach Pfeil hinterher und down. Ja, stimmt. Oh. Meine Ausdauer ist weg. Das heißt, ich kann nur noch gehen. So, hier haben wir gerade. Ein, wie nennt man das? Ein, ja, Champion sozusagen. Also, das ist hier der Champion in der. Oh, das war's auch schon. In der Höhle. Ich hab das mal eben ein bisschen weggenommen. Okay, er hat die Rüstung genommen. So, Level up. Ja, bei mir auch. Level up. Ja, ich pack das mal auf Vita wieder. Und nimm mal meine erste Kampffertigkeit. Opfer. Du Opfer. So. So, warte mal. Was haben wir hier noch? Naja. Eigentlich ist das alles nur Schrott hier. Also man sammelt hier auch die meiste Zeit Items ein. Wobei man da natürlich mal eben gucken muss, was davon wertvoll ist und was davon Schrott ist. Ja, es gibt Äxte oder ich sag mal einfach allgemein Ausrüstung, die minderer Qualität ist. Irgendwie rissige Axt oder so heißen die dann. Die kannst du natürlich dann in eine Tonne schmeißen, die brauchst du nicht. Richtig. Hab ich da oben war noch was frei, hast du das erkundet? Also ich glaube, dieser Bereich hier links oben ist fertig. Also ich habe die Minikarte immer an, ne? Du auch? Ja. Ach so, du hast sie gar nicht in Mini, du hast sie in Groß. Ich pack die immer in Mini. Mini? Ja, gehst auf Option, automatische Karte konfigurieren und dann Größe der automatischen Karte, Minikarte. Minikarte, ja, okay. Sehr gut. Ah, okay. So, ja. Hier unten geht's weiter. Ja, meine Ausdauer schwindet. Ja, meine auch. Das ist immer nervig zu Anfang, wenn man noch nicht so viel Vitalität hat, dann hat man dementsprechend auch wenig Ausdauer. Ich kann aber auch das nicht umschalten. Bei mir rennt er die ganze Zeit. Ja, drückst du auf R. Ja, das meine ich ja. Ich kann es nicht umschalten. Gar nicht? Nee, der rennt die ganze Zeit. Echt? Ja. Achso, ja, dann ist vielleicht deine R-Taste kaputt. Nein. Nee, weiß ich nicht. Ich sehe es ja. Ich schalte ja um. Ah ja, achso, du siehst das hier, ne? Ja, und er läuft die ganze Zeit. Rennt. Merkwürdig. Ja, aber es gibt zum Beispiel Ausdauertränke. Die haben wir bis jetzt noch nicht finden können. Da hat man für eine bestimmte Zeit unendlich lange Ausdauer. Ja, und wir haben die Höhle geschafft. Dann machen wir mal ein Startportal, oder? Ja. So. Hast du schon gemacht. So, dann kommen wir wieder ins Lager der Jägerin. Meine Pflicht hier ist getan. Ab zu Akara. Die Belohnung abholen. Ihr habt die Höhle des Bösen gesäubert. Ihr habt mein Vertrauen erlangt und gebt mir möglicherweise den Glauben an die Menschheit wieder. Euer Lohn ist die Ausbildung in einer Fertigkeit eurer Wahl. Ausgezeichnet. So, was nehme ich denn da mal? Ja, was kann man jetzt zu Anfang schon mal erzählen? Also man kann ja schon mal erzählen, dass man sich möglichst spezialisieren sollte bei den Fertigkeiten. Das heißt, man sollte möglichst nicht alle Fertigkeiten, also die Fertigkeitenpunkte sollte man halt nicht auf alles verteilen, sondern auf spezielle Angriffe, wie auch immer. Genau, richtig. Es gibt also wie in jedem Rollenspiel bestimmte
Fertigkeiten, die sich herausgezeichnet haben, und dementsprechend kann man sich sozusagen entscheiden. Ist natürlich Diablo 2 ist schon ein bisschen älter, da hat sich das schon sehr spezialisiert, da kannst du nicht mehr viel rumexperimentieren. Natürlich für sich selber, klar, aber um ein gutes Endergebnis zu erreichen, nimmst du dich sozusagen des Mainstreams an. Ja, stimmt. So, ich weiß nicht, wollen wir das schon sagen, wofür wir uns entschieden haben? Ja, kann man eigentlich schon verraten.